Mein Name ist Johanna Gerlach und ich komme auch von den Federkielen. Und viele Leute haben als Ziel auch Charlotte. Denn Charlotte muss nach Palermo. Die noch vor einer Stunde so wohl frisierten rotblonden Haare sind vollkommen von Schweiß durchnässt. Und das T-Shirt prägt ihren Körper, als käme sie gerade aus der Dusche. Charlotte erreicht leicht schnaufend Bahnsteig 5. Wieso zum Teufel habe ich denn heute ausgerechnet heute was Schwarzes angezogen? Charlotte meint, ihren eigenen strengen Geruch wahrzunehmen. Während sie hektisch in ihrer überdimensionierten Lederhandtasche nach einem Feuchttuch kramt, fällt ihr Blick wie zufällig auf die große runde Bahnhofsuhr, deren roter Sekundenzeiger stetig voranläuft. Was? Wie? 9.37 Uhr? Der Vorzug nach Palermo soll laut Plan um 9 Uhr fahren. Der ist definitiv weg. Verzweifelt schaut Charlotte auf die zierliche goldene Uhr mit dem brillant besetzten Gliederarmband, die Giuseppe ihr vorige Woche mit einem Hinreisen für die Schmia Bella Carlotta zum Abschied geschenkt hat. Warum zeigt dieses Ding 8.45 Uhr? Ich muss doch zu ihm, schnell. Vielleicht kann ich den Zug nur einholen, wenn ich mit einem Taxi nach Stuttgart fahren würde. Obwohl sie kaum Luft bekommt, eilt sie, die unförmige Handtasche ängstlich umklammert, den mit zertretenen Eistüten, Zigarettenkippen, zerrissenen Fahrkarten und ähnlichem Unrat verdreckten Bahnsteig entlang. Nimmt wieder jeglicher Gewohnheit die Treppe, kommt fast ins Stolpern und kann sich angekommen auf dem lauten Bahnhofsrocker kaum noch auf den Füßen halten. Hektisch reißt sie die Beifahrertür eines der nicht mehr ganz weißen Taxis auf. Zigarettendunst und Schweißgeruch schwallen ihr entgegen. Ich habe es sehr eilig, ich muss in 30 Minuten in Stuttgart sein. Junge Frau, nun mal ganz sinnig. Das schaffe ich aber doch nun gar nicht. Oder bezahlen Sie mir das Strafticket oder sogar meine Konzession? Brummt der bärtige Taxifahrer, der in einem Muskelshirt wenig ansinnig sein Bierbauch hinter das Lenkrad quetscht. Charlotte stark verzweifelt und den Tränen nahe zurück zu dem mittlerweile sehr belegten Bahnhof. Vielleicht fährt ja noch ein anderer Zug nach Palermo. Oder nach, wie heißt denn noch der Bahnhof, von dem die Fähre geht? Sie ist sicher, wenn sie dorthin nach, was sie nicht weiß, käme, dann würde alles gut werden. Dann könnte sie Giuseppe den Inhalt ihrer Tasche zeigen. Charlotte stürmt das verglaste Reisezentrum. Bunte Ferienbilder hängen an den Wänden. Ein Bahnmitarbeiter von geschätzten 45 Jahren in einer tadellos gebügelten dunkelblauen Uniform und einem schneeweißen Hemdkragen steht hinter dem korrekt aufgeräumten Tresen. Charlotte kommt sich in diesem Moment richtig schmutzig und klein vor. Nichts da! Mutig strafft sie ihre Schultern, bringt ein wenig zu laut ihr Begehren. Ich muss heute noch vor Mitternacht in Palermo sein, es geht um mein Leben. Der Bahnmensch runzelt bedenklich seine Stirn und schaut quälende Sekunden, gefühlte Minuten auf seinen Bildschirm. Charlotte assoziiert diesen Bildschirm in ihrer Verzweiflung mit einer Glaskugel, auf der dieser Mensch ihre Zukunft lesen wird. Gnädigste, das wird nichts. Klingt eine ziemliche Herablassung aus dem Mund dieses auf dem ersten Blick doch so netten Mannes. Charlotte zittert inzwischen unkontrolliert und schläft hemmungslos. Heiße Tränen laufen ihr die Wangen herunter und zerstören endgültig das so bedacht aufgetragene Make-up. Plötzlich erklingt hinter Charlotte eine mitfühlige Stimme. Kindchen, seien Sie doch nicht so verzweifelt. Ich weiß ja nicht, warum Sie es so eilig haben, aber dann nehmen Sie doch in einer Stunde den Fernbus nach Frankfurt Flughafen. Da fliegt um 16 Uhr die Linienmaschine nach Catania und von dort geht jede Stunde ein Zug nach Palermo. Eine graugelockte Dame kramt in ihrer Handtasche und schreit Charlotte ein spitzenumhäkeltes Taschentuch. Und nun kommen Sie erstmal mit ins Bahnhofscafé, machen Sie ein wenig frisch und erzählen mir Ihre Geschichte. Keine Widerrede. 20 Minuten später sitzt Charlotte gekämmt vor einer Tasse mit dampfendem Kaffee mit der älteren Dame, die sich als Bertha Sommer vorgestellt hat, in einer gemütlichen Sitznische im Bahnhofscafé.
Nach einem ausgiebigen Schluck seufzt Charlotte tief und holt aus dem lila Ungetüm von Handtasche einen dicken, hellbraunen Umschlag. Sie lässt ihre neue Freundin hineinschauen. Bertha hat noch nie so viel Geld gesehen. Ja, das sind meine gesamten Ersparnisse. Mein Freund Giuseppe will morgen auf dem Bus seiner Eltern in Palermo seine alte Schulfreundin Eugenia heiraten. Die hat genug Geld, um das Familienrestaurant zu retten. Und da wollten sie ihn zurückkaufen? Was für eine große Liebe. Tja, das war der Plan. Bis ich mich gerade im Spiegel gesehen habe. Als ich dieses gerupfte Huhn wahrgenommen habe, hat es bei mir Klick gemacht. Mit verlaufener Wimperntusche, zerzausten Haaren, vollkommen durchgeschwitzt, jetzt noch in einen Fernbus und dann in den Flieger steigen. Und dann in das Kleid, um meine angeblich große Liebe zu heiraten. Ja, schauen Sie nur rein in die Tasche. Das weiße Etwas dort, das sind 1000 Euro zerknüllter Tüll. Ich glaube, ich bin ganz schön verrückt gewesen. Er ist schließlich weggelaufen. Und was wollen Sie jetzt machen? Wenn Sie Zeit haben, würde ich Sie gerne zum Essen einladen. Wären Sie nicht so mitfühlend mit mir gewesen, wäre ich wahrscheinlich immer noch auf dem Weg nach Palermo.